Guten Abend. Wir spielen etwas Signales. Ich hatte bereits aufgenommen. Ich hatte bereits ein Gameplay. Ich hatte bereits ein Part 1 und so. Aber der war so fürchterlich schlecht, dass ich es das einfach nochmal aufnehmen muss. Die ganze Sache ist eigentlich spontan. Eigentlich wollte ich pennen gehen, aber ich habe ein paar Signales-Memes angeguckt und ich habe gemerkt, ich muss es jetzt spielen. Ich werde es nicht durchspielen, ich werde es so lange spielen, wie ich kann. Mental und wach und so. Aber ich kann nicht so schwächen. Ich will es jetzt spielen. Ich will nicht gespoilert werden. Ich will es durchhaben. Und ich möchte es gerne aufnehmen, da es um mein Kanalkonzept passt. Einfach aus geschichtlichen Gründen. Wir haben den 19. Februar 2024, 2.29 Uhr. Und das Spielsignal ist. Ja, wir fangen neu an. Ich bin schon relativ weit gekommen. Aber wir fangen neu an. Gescheit. Da ist sie. Alistair. So heißen wir. Wie schon gemerkt hat, wir sind kein Mensch. Wir haben übrigens noch keine Füße. Wir sind eine Replika. Eine Art Android. Ja, ein menschenartiger Roboter. Der Schloss ist defekt. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Geht die Treppe hoch. Leiter. Gehen wir hier runter. Du hast meist auch vergessen, ich muss mich auch wieder mal reinfinden. Achtung, Penrose. Was ist das? Das ist der Anzug, den man später anhat. Was ist das? Ich brauche eine Keycard, okay. Also ich weiß, dass man eine Keycard braucht. Das ist auch alles noch nicht blind, deswegen steht ja auch noch Not Blind im Titel. Schlüsseldefekt, okay. Ich muss mich trotzdem umschauen, wo geht's da lang? Ins Cockpit. Guck so ein bisschen um. Das Spiel ist übrigens aus Deutschland. Die Instrumententafel des Schiffs. Ein hoffnungsloser Fall. Die Backwatch-Instrumententafel. Es gab ein kritisches Systemversagen aufgrund der harten Landung. Der Lande- und Dock-Assistenzmonitor nützt mir nichts mehr. Ein verblasstes Foto hängt an der LDM-Steuerung. Foto mit, nehmen wir mal mit. Mal sehen, ob diese Anzeige wird es wohl nie wieder fliegen. Das nächste nicht mehr. Das ist recht leer, das ist ein Crack. Die Steuerbordinstrumententafel, die Steuerelemente reagieren nicht. Wahrscheinlich ein Elektronikfehler. Das war's. Hier ist nicht mehr. Aber da es wie ein altes Survival Horror aufgebaut ist, gucken wir uns mal kurz noch das Bild an. Ja, das Bild war ziemlich wichtig. Ein Foto auf selbstentwickelten Film. Trotz des Schadens kann man Ariane Young noch auf dem Bild erkennen. Wer ist Ariane? Das finden wir noch raus. Ich habe ungefähr eine Vermutung. Durch die ganzen Memes und dass ich mich ein bisschen gespoilert habe, weiß ich schon, wer das ist. Aber auch nicht ganz. Ich werde es auch nicht verraten, weil meine Info ist, dass unser Charakter sie kennt, aber warum? Wieso? Ich sag nicht mehr. Mehr weiß ich aber auch nicht. Und ich muss ein bisschen leiser reden, das passt aber, denn mein Mikrofon auf OBS klärt alles.
Elster-Funktion der Reparaturlogik-Module, um unserer großartigen Nation als Schlüsseltechniker und einem Aufklärungsschiff des Penrose-Programms zu dienen, sind Elster-Typ-Replikas wie du mit einem speziellen Reparaturlogik-Modul RLM ausgestattet, was dir erlaubt, schnell und einfach Reparaturen an dir selbst an wichtiger Missionsausrüstung vorzunehmen. Auf RM-Funktion zugreifen, Inventarbildschirm mit Tab, wählen den Gegenstand der Brille mit AD aus, drücke F, um das Aktionsmodus zu öffnen, wähle kombinieren, um in den Kombinationsmodus zu gehen. In Kombinationsmodus wähle den zweiten Gegenstand für die Reparatur aus, drücke F erneut, um die beiden Gegenstände zu kombinieren, um Schaden am Replikakörper zu reparieren, wähle einen geeigneten Reparaturgegenstand aus, wähle einfach benutzen im Aktionsmenü. Mehr kann es helfen, einen Gegenstand von allen Seiten gründlich anzusehen. Wähle Ansehen im Aktionsmenü, um in den Inspektionsmodus zu gehen. Um im Inspektionsmodus kannst du auch RSD benutzen, um den Gegenstand zu drehen und von allen Seiten anzusehen. Ja. Also, wir haben gerade eben gesehen, also wir sind eine Elster-Einheit. Ja, so wie die Vögel, Elster. Ja, das gehen wir aber auch mal später. Versteht denn hier? Schlaf als kritisches Systemversagen erkannt. Ort und bekannte Planetenoberfläche. Bericht. Besatzungsstatus. Ariane Young, Pilotengestalt, kein Signal. Elster 512 sind wir, Replikeinheit aktiv, Kantine. Harte Oberflächenlandung hat kritische Systeme bestätigt. Achtung, Oberflächentemperatur extrem niedrig bei AVA, Schutzkleidung tragen. Aber, oh. Ja, das wurde jetzt übersetzt, aber alles, was hier steht, ist auch auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr das Spiel auf Englisch spielt, müsst ihr es anklicken, um das lesen zu können. Also, außer wenn ihr Deutsch könnt, aber das können die meisten nicht, vor allem Amerikaner nicht. No hate, aber man kann das lernen. Ich kann zwar die Sprache, vielleicht Spanisch, aber das war's auch wieder. Finde ich interessant, wenn wir so Englisch und sowas lernen und auch Französisch und Spanisch, lernen die maximal Spanisch, aber das war's dann auch wieder. Oder auch gar keine. Ja. Also diese ganzen Replikas, die man im Spiel treffen wird, das kann ich mal schon wegnehmen, weil es müssen Gegner in den Survival Horror da sein, also es müssen Gegner da sein. Das sind alles Replikas. Ja, sind auch alles Androiden wie wir. So, was ist hier? Verschmierte Tagebuchseite. Zyklus 5-7 aus Cryo Fort in Kantine. Ich frage mich, Elster, aus dem. Es sah aus wie ein Gedankenfesselung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass zu Hause. Man kann jetzt versuchen. Das sind Schlüssel. Der Zyklus, glaube ich, ist das Jahr gemeint. By the way. Das Wort Gestalt beschreibt eine menschliche Person. Also Replikas, Androiden, Gestalt, Mensch. Also biologisch Mensch. Aus Kryo aufgewacht. In der Kantine? Nee, keine Ahnung. Ich frage mich. Bin Gedanken versunken. Manchmal habe ich das Gefühl. Ich kann es gar nicht entschlüsseln, aber ich würde es wahrscheinlich später vielleicht verstehen. Aber es gibt hier noch ein Laufband, okay. Was ist hier? Noch nichts, okay. Ich will dann raus. Vielleicht noch was auf dem Tisch. Aufklärungsraumfahrzeuge Typ Penrose. Penrose Typ Raumfahrzeuge der Volksmarine Euusan sind ökonomische Aufklärungsfahrzeuge, die jenseits des Randes des Sonnensystems auf der Suche nach bewohnbaren oder rohstoffreichen Planeten und Monden eingesetzt werden, um das kontinuierliche Wachstum unserer großartigen Nation zu unterstützen. Alle Penrose-Fahrzeuge werden von einem Gestaltaufklärungsoffizier gelenkt, unterstützt von einer Landvermessungsschiffstechniker-Replika. Also ja, dafür steht Elster. LSTR. Dieses Partnersystem der Gestalt-Replika-Kooperation hat sich in zahllosen Aufklärungsmissionen bewährt. Gegenseitige Kontrolle und Unterstützung erlauben es sowohl den Gestaltoffizier wie auch der Techniker-Replika optimale Leistung zu erbringen. Sobald das Raumfahrzeug von einem orbitalen Massebeschleuniger zum Rand des Sonnensystems katapultiert wurde, kann der Pilot den Kurs vom Cockpit aus anpassen, während sich die Replika um die mechanische Instandhaltung des Schiffs kümmert. Ja, also Ariane ist unsere Pilotin. Ich bin basically die Replika, die für die ganzen Reparaturen zuständig ist. Und anscheinend waren hier noch mehr Replikas in Kryobehältern. Okay. Jetzt braucht man wahrscheinlich das Foto, um das aufzuholen. Okay. Zwei oben, L, okay. Scheiße. Oh nein.
aufmachen. Und da ist niemand mehr drin. Das ist interessant. Entweder gab es zwei älteste Einheiten, obwohl im Handbuch stand, dass es nur das eine eigentlich einen gibt. Oder es war Backup. Naja, ich hole das mal raus. Luftschleusenschlüssel mitnehmen, ja. Luftschleusenschlüssel aufgehoben. Dann können wir, wie das gelernt, kombinieren mit dem hier und jetzt haben wir die gescheite Karte. Wir gucken sie doch mal an. Der Magnetschleifen wurde präzise zusammengefügt, die Karte sollte wieder funktionieren. Ja, da ist Blut dran. Frag mich, was hier passiert ist. Also ich weiß es halt nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ich vermute... Ach du Scheiße! Du hast mich gerade erschrocken. Habt ihr den Schatten gesehen? Ich dachte, Elster ist plötzlich riesig geworden. Das hat mich gerade voll erschrocken. Okay. Anyways. Das heißt, dass entweder zwei Einheiten nicht unterwegs waren. Bei uns im Schiff. Ich und eine andere. Oder da war vorher irgendwas drin. Ich weiß gerade nicht. Weil er steht hier aus einer Gestalt, Offizierin und einer Elster-Einheit. Nicht zwei. Warum haben wir zwei? Vielleicht interpretiere ich uns nicht wieder an, warte Moment. Wo war die Luftschleuse nochmal? Ich hab doch eine Karte. Na, ja, ich muss. Ja, so, oben war richtig. Na, ja, ich muss runter. Ansonsten ist das Schiff jetzt fertig abgerast. Und wir können raus. Doch, kann benutzt werden. Ach, ich muss jetzt das anklicken. Luftschleusenschlüssel benutzen. Ja, Luftschleusenschlüssel benutzt. Ich möchte an der Stelle anmerken, das Spiel wurde nur von zwei Personen entwickelt. Einfach weil ich den Leuten sehr, sehr viel Reach geben will. Die Social Media Links zu den Entwicklern sind verlinkt, hauptsächlich Twitter. Also, bitte checkt die aus. Ein seltsames Loch führt tief in die Erde. Ein schwaches Licht leuchtet in der Tiefe. In das Loch kriechen? Ja, ich habe keine andere Wahl. Oh, ein Buch. Das gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns das mal alles in Ruhe an. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich das Buch aufhebe.
Ein staubiges Bett, die Decke hat eine seltsame Oberfläche, wie eine Art von Leder. Ein schwerer Tresor von Ketten umschlungen. Die Nationalfahne. Nochmal. Das Spiel kommt aus Deutschland. Wir sind in Deutschland. Also auf dem Planeten jetzt nicht, aber. Ne. Die Replika stammen aus Deutschland. Komm ich aus dem Loch? Das kann man gar nicht mehr als Loch erkennen. Die Tür geht nicht auf. Wo könnte sie überhaupt hinführen? Ein Lichtschalter. Ich würde ihn lieber nicht ausschalten. Ein alter Holzschrank. Lehrbücher über Funktechnik. Sie sehen alt und abgenutzt aus. Alte Fortsetzungsromane aus der Kaiserzeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die verboten sind. Ja? Kurzer Hint, in was für eine Art von Welt wir leben? Die Flagge sah auch sehr ähnlich aus wie eine Flagge, die wir im echten Universum hatten, von einem bestimmten Deutschland. Ich tue mal so nicht so, als ob ihr blöd wärt, ihr könnt es euch erraten. Doch wie ich jetzt über Kaiserzeit geredet wird, ist ein wichtiger Fakt. Verblasster Text auf dem Netz. Ich kann nicht erkennen, was da mal stand. Dunkle Bilder einer Küste und einer Insel. Sind das Fotos? Ich kann auch nicht näher ran. Okay, das ist das Bett. Der Bildschirm ist leer. Okay, du bist nicht mehr. Ein Datentransmitter scheint mit dem Computer verbunden zu sein. Ja, die Kisten unten kann ich mir nicht angucken. Okay. Also wir haben jetzt alles angeguckt, wie spreche ich das Buch an? Ein antik anmutendes Buch liegt auf dem Tisch. Es ist, als ob es mich ruft. Der König in Gelb nehmen. Ja. Der König in Gelb aufgehoben. Thank you.
War das jetzt nur ein Traum? Oder war das real? Ich bin den ganzen Weg hergekommen, um sie zu finden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Leute, woran erinnert uns das? Woran erinnert uns das an die Leute, die Survival Horror kennen? An was erinnert uns das? Protagonist beginnt vor dem Spiegel und es geht um die Suche um eine Frau. Elster denkt sich das, als sie den Spiegel anguckt. Was kann das denn bloß heißen? Ich habe so Vermutung. Ich will es aber nicht sagen. Toilettenkabinen, diverse Stufen des Verfalls. Ein Foto aus Lecklinge finden. Trotz des Schadens kann man Alina Seo noch auf das Bild erkennen. Scheinbar wurde das Pigment durch Alter und Umwelteinflüsse beschädigt. Hinten steht nichts, oder doch, da hinten steht was. Alina Seo steht da drauf. Und sie ist ein Mensch und keine Replika. Dann erstmal raus hier. Wo wir auch mal sind. Da geht's nicht weiter. Willkommen in S23 Sierpinski. Da sind wir. Sie wurden ausgewählt oder haben gewählt, von Aion nach S23 Sierpinski verlegt zu werden. Auf Längen am Rand des Sonnensystems situiert, ist die S32 Sierpinski der perfekte Ort für einen Neuanfang. In unserer renommierten Berufsschulanlage werden Sie neue Fähigkeiten lernen, mit denen Sie Ihre Zukunft als produktiver Bürger unserer wundervollen Nation gestalten können. Hier werden Sie alles über die kriegswichtigen Felder Mineralengewinnung, Erzraffination und Munitionsproduktion lernen und somit zur Zerschlagung der Überreste des Kaiserreichs beitragen. Und natürlich ist Lernen nicht nur Theorie. Aion ermöglicht es ihnen, ihren Anteil zu verdienen und dabei ihr neues Handwerk direkt in den Arbeitsplatz zu üben. Besorgt um ihre Familie, Freunde, frühere Kollegen, fragen sie einen Protektor nach unserem Rationsverteilungsplan. Ein Teil ihrer Rationsmarken kann an einen Empfänger ihrer Wahl weitergeleitet werden. Schon tough. Man kommt hierher, lernt eigentlich nur Sachen für den Krieg. Und kommt gerade so um die Runden. Ich gehe davon aus, dass die Runden zu kommen. Und muss und gibt halt einen Teil Leuten zurück, die zurückgeblieben sind. Rationsmarken. Alles ist rationiert. Das ist abgefuckt. Anyways, ich werde mal hier kurz stoppen, die Aufnahme anhören, gucken, was passt. Und dann komme ich wieder.